Moin Moin, Schwenny wieder am Start. Jo, wir sind wieder eine Runde Geocachen. Heute mit am Start Rock'n'Roll und seine Frau. Oji! Ja, meine Frau ist auch wieder mit dabei. Gucken wir mal, was wir heute so reißen. Geile Gegend, definitiv. Quasi auf der anderen Seite, da so lang. Das ist eine richtig geile, riesengroße alte Bundeswehrkaserne. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht schauen wir uns das nachher nochmal an, vielleicht auch nicht, wissen wir nicht. Und wenn, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Wir werden erstmal dann das alles lokalisieren, ob das safe ist oder ob das scheiße ist oder whatever. Also in dem Sinne, bleibt da neugierig, bleibt da dran. Bis später. Ach du! Tada! Ich stand genau dahinter. Warum? Warum? Weil ich kann. Kannst du nicht einfach warten, bis meine Kameraeinstellung fertig ist? Nein. Das geht gar nicht. Doch, geht. Siehst du doch. Was sagen Sie dazu? Fatal. Unverschämt, der Typ. Fatal. Also, ganz fatal. Cash 1 geht auf mich. Ja. Der zweite ist meiner. Ja, das sehen wir dann. Es kann nur einen Cash-König geben. Ja, der steht hier vor dir. Vor mir steht Uschi. Jo. Da sind wir wieder zurück. Ging auch da wieder schneller, als wir gedacht haben. Das geschulte Anfängerauge hat es dann doch getan. Ich habe den Cash lokalisiert, habe ihn gefunden. Rock'n'Roll ärgert sich wieder. Meine Frau hat den falschen Riecher. Die ist zum falschen Stamm gelaufen. Uschi stand direkt davor, beziehungsweise der Stamm war hinter ihr. Ja, Rock'n'Roll hat ihn bereits lokalisiert, aber ich war schneller mit, ich hab ihn. Punkt 1 geht an mich. Knorke, wenn du bleibst, steht nicht Peace. Auf Uschi, weil die hat ja schon gesagt, hey, der ist da. Oder wir machen es ganz einfach, wir klettern gar nicht. Wir fassen einfach hier in die Baumrinde mal kurz rein. Da hast du eine grüne, durchsichtige Box. Nein! Erst mal dabei und schon den Cash hier von, was ist mit dir in Ordnung? Ich renne hier 28 Kilometer vor, ja? Kannst du mal? Nee, geht gar nicht. Was ist das? Hättest du doch gleich rausnehmen können, den Cash. Ich ja, nein. Das ist nicht mal so, was du da. So was nennt sich Cash-König, Alter. Übelst der Lappen. Vorgerannt und findet den nicht. Immer her. Jetzt zeigen wir unseren Zuschauern das auch mal. Ich muss mal kurz ins Bild reingreifen, tut mir leid. Aber ja, du piepst gar nicht beim Rückwärtslaufen, so breit wie du bist, müsstest du es eigentlich tun. Da ihr so! Nein. Ich denke gar nicht, dass du den gefunden hast. Nee, mach ich ja auch nicht. Bei uns im Video ist das schon auf Ussis Kappe geschrieben, ne? Sehr gut. Ja. Fahrlos und lange der hier ihn, und einen Blick und ich habe ihn gefunden. Die ersten zwei Cash waren natürlich da unten hängt er rum, ey. Kranke Kacke. Danke mit der Cash. Weil wir noch einen Baum daneben. Sie hatten Cash Nummer 4 auch gefunden. Scheiße. Na gut, kenn ich dir. Gerade ausgemacht hast. Kann ja nur 2 sehen. Am Fahrländer. Wo lang? See 4. Hier runter, die auf die Hauptstraße rüber? Ich weiß nicht, wenn da hinten nochmal ein Durchgang kommt, dann können wir es machen. Ansonsten würde ich sagen, schlagen wir den Rückweg wieder ein und laufen den anderen Feldweg lang, wo wir gerade eben den Cache gefunden haben. Fahrländer See. Vielleicht der immer so hin, wo der ist? Ne, der ist direkt da hinten. Also wieder in dem Waldgebiet, wo wir gerade den gefunden haben, ja, den 5. Dann gehen wir lieber da. Dann würde ich direkt sagen, wir laufen wieder zurück und dann. Jetzt geht's zum Fahrländer See. Hier oh, ist wieder eine ganze Reihe. Hat wahrscheinlich wieder ein Typ, Dame versteckt, je nachdem. Ja, die Gegend hier ist immer noch sehr nice. Mal gucken, vielleicht kriegen wir nachher noch mal ein Stück von der Bundeswehrkaserne drauf, auch von einer erhöhten Position. Das ist ein Riesengelände. Krass, mega gut. Ich bin passend angezogen, mich sieht man nicht so schnell. Aber der Rest, der hat es halt echt nicht wirklich leicht. Aber, ja, egal. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, jetzt machen wir erstmal
wie gesagt, den Fahrländersee 4. Wir haben wahrscheinlich wieder von der falschen Ecke angefangen, dass wir alle in Reihenfolge machen können, aber ist ja egal. Tut ja nicht wirklich zur Sache. Hauptsache, wir haben die. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir am Cache angekommen sind. Also in dem Sinne, geschmeidig bleiben, neugierig und dranbleiben. Ganz wichtig. Viel Spaß im weiteren Videoverlauf. Ich habe noch was vergessen. Jetzt aber. Ich wollte es eigentlich im letzten Video machen. Vergessen. Egal. Machen wir jetzt. Neu. Nächstes Jahr startet neues Projekt. Rock'n'Roll, Schwennys Frau, Schwenny und eventuell noch eine vierte weitere Person. Ab in den Wald. Bushcraften. Freue ich mich drauf. Meine Frau freut sich auch drauf. Oder? Was sagen Sie dazu? Da werd ich sowas von wuhlen, weil ich war schon so oft zelten und ich habe keine Angst vor Viechern und ich renne auch nicht vor Spinnen weg wie die Jungs. Ha! Also hat sie ganz klar ihren Vorteil. Ja, ich habe mega Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, sowas bei mir auf dem Channel von meiner Frau oder bei Rock'n'Roll zu sehen. Ich weiß ja nicht, von wo ihr überall kommt, aber das tut ja auch erstmal nichts zur Sache. Lasst mal ein Like da oder schreibt es in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. An dieser Stelle mal ein Däumchen da lassen für ja, unbedingt, oder Däumchen runter für nö, wollen wir nicht. Macht so weiter wie bisher. Entscheidung ist euch überlassen und ich hoffe, ihr stimmt das Voting so ab, dass das alles passt und wir das Projekt starten können. Ich freue mich auf eure Däumchen und jetzt aber, wir sehen uns am Cache wieder. Ist klar. Jo, so. Ja, Cache Nummer 5 haben wir jetzt gefunden. Der da hat es wieder gemacht. Rock'n'Roll. Eintragen, loggen. Weiter geht's zum 6. Cache. Sechster wurde gefunden. Rock'n'Roll hat es wieder gemacht. Ja. Er scheint heute einen Lauf zu haben. Ja. Wir gehen jetzt zum 7. Und suchen da mal frisch bei fröhlich weiter. Also, bis gleich. Tada! Welche Überraschung. Jo. Cache Nummer 7 gefunden. Meine Frau hat ihn jetzt gemacht. Wir gehen jetzt noch einen normalen holen, der sich auf dem Rückweg befindet, wieder zum Auto. Und ja, mal gucken. Vielleicht finden wir da noch ein paar, die wir dann machen können. Und ja, dann bleibt da weiter neugierig und bis gleich. Ja, wie man sieht, es ist wärmer geworden. Wir haben uns alle mal ein bisschen ausgekleidet. Ja, wir gehen jetzt geschmeidig zum 8. Cache. Ja, wird bestimmt lustig. Wird heute bestimmt noch einiges anfallen an Cache, was wir so machen. Das Einzige, was jetzt undankbar ist, dass wir halt direkt an der Straße laufen müssen, um zum Cache zu kommen. Aber ja, ist wieder eine lustige Tour, wieder viele schöne Gebiete. Ja. Geile Waldstücke, Hammer nice. Ja. Und dann sehen wir uns am 8. Cache wieder. Also bleibt da dran, bis gleich. So, Cache Nummer 8, erfolgreich gefunden von meiner einer. Sie hat ihn rausgeholt. Richtig. Mega nice. Ja, jetzt geht's noch zum 9. Cache. Bleibt dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Also viel Spaß im weiteren Verlauf. So, der nächste.